Hallo und herzlich willkommen bei Drehmomente, dem täglichen Videoblog vom Rudolstädter Vogelschießen. Was wäre der größte Rummel in Thüringen ohne seine Schützentradition? Heute schießen wir buchstäblich den Vogel ab. In jedem Jahr begleiten die Böllerschützen das Fest und die Schützengesellschaft 1513 e.V. bietet das tägliche Armbrustschießen an. Den Rollstedt Held 2012, den Pokal des Bürgermeisters der Stadt Rudolstadt, gewann Tobias Stößel. An diesem Wochenende findet der 14. Thüringer Landesschützentag im Rahmen des Rudolstädter Vogelschießens statt. Delegierte aus ganz Thüringen wurden im Rudolstädter Rathaussaal empfangen und gestalteten den Schützenumzug und den Kreisschützenball mit. Hey, ja. Hallo Fans, es ist hier total crazy hier auf dem Rudolstädter Vogelschießen. Ja, liebes Glück, liebes Leid, es ist wie eine Berg- und Talbahn. Und jetzt gehe ich mit meiner neuen Flamme, ihr wisst schon hier, Vanessa, erstmal hier ins crazy Outback. Ja, hallo, ich hätte gern zwei Karten für meine Freundin Vanessa und für mich, bitte. Alles klar, machen wir. Viel Spaß. Dankeschön. Vanessa, komm, komm. Ja, ich komme. Hallo, Vanessa. Komm, Vanessa, komm. Das tut bestimmt weh. Das ist wie Peeling. Schau mal, Vanessa. Lambada. Cool. Spinnst du, Malte? Wow. Vanessa, jetzt wird's feucht. Das ist ja nass. Ja, hallo Fans, also Crazy Outback ist ein echter Wellness-Tempel. Da wirst du poliert, geföhnt und gebürstet. Ja, meiner Maus hat's auch gefallen. Hm? Heute geht das 290. Rudolstädter Vogelschießen zu Ende mit einer finalen Show an der Geisterbahn Dämonium um 23 Uhr. Damit sehen wir uns wieder bei der letzten Folge von Drehmomente.